Oberschulenschüler der KSA hatten sich im Foyer versammelt. Sie wollten ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen. Musik und Reden machten sehr nachdenklich und sorgten auch für einige feuchte Augen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es toll, dass wir jetzt heute alle zusammen sind, dass es geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr, wir freuen uns sehr. Und es ist beeindruckend erstmal, auch hier für mich, wenn ich hier stehe, wenn ich da hochgucke. Was habt ihr für 2 Jahre hinter euch? Was haben wir für 2 Jahre hinter uns? Erst Corona ist noch nicht vorbei. Eine Art von Krise, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Und jetzt ein Krieg mitten in Europa, quasi in einem Nachbarland von uns. Wir haben so viele Schülerinnen und Schüler und auch Kolleginnen und Kollegen, die einen ganz unmittelbaren Bezug zu dem Krieg haben. Das haben wir auch zu Syrien, das haben wir zu ganz vielen Orten der Welt. Aber das, was jetzt passiert, ich glaube, damit haben in dieser Form zumindest die wenigsten von uns gerechnet. Umso besser ist es aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive, dass wir hier es schaffen, heute zusammenzukommen. Ich stehe hier jetzt eigentlich nur als Schülerin. Ich wollte nur sagen, dass wir uns jetzt als Gesellschaft nicht weiter von diesem Konflikt spalten lassen dürfen und dass Russen und Russinnen in Deutschland nicht unter Anfeindung leiden dürfen, weil Putin einen Krieg führt gegen die Ukraine und gegen Werte und gegen Moral. Und ich wollte noch sagen, dass als Gesellschaft ist es ja unser Ziel, Frieden und die Wahrung der Menschen- und Völkerrechte auf der ganzen Welt zu erreichen. Und es fällt mir tatsächlich nicht leicht, nach dem, was wir heute schon gehört haben und auch nach dem, was ich selber auch immer an Gefühlen und Gedanken habe, jetzt hier nochmal ein paar Worte zu sagen. Zunächst mal herzlichen Dank, dass die SV, dass ihr, dass die Schülerschaft sich darum gekümmert hat, dass wir heute in diesem Rahmen eine Veranstaltung machen können, dass wir heute offen und öffentlich zeigen können, was wir von dem Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, halten. Dafür euch herzlichen Dank. Was soll ich euch sagen zu diesem Anlass, in dieser Situation? Guten Morgen passt nicht. Es ist kein guter Morgen. In der Ukraine herrscht Krieg in einem Land, das von uns ungefähr so weit entfernt ist wie Italien. Die Armee eines Landes überfällt ein anderes Land. In Europa, im 21. Jahrhundert. Selbstverständlich ist unser Mitgefühl und unsere Solidarität bei den Angegriffenen. Ist unsere Solidarität mit den unschuldigen Opfern. Selbstverständlich gestehen wir denen alles Recht auf Notwehr zu. Selbstverständlich gilt auch das zutiefst humane Recht auf Nothilfe. Der Traum ist aus von Rio Reiser. Zur Geschichte des Songs.
Dieser Song wurde, wie gesagt, von Rio Reiser geschrieben vor fast 50 Jahren. Und ich denke, das spiegelt auch ganz gut wider, in was für einer Lage wir uns befinden. Wie auch der Song von John Lennon, diese Vorstellung von Frieden und dieser Wille von Frieden existiert schon seit Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten und wird trotzdem nicht erreicht. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Frieden bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies, der Traum ist aus, der Traum ist aus. Die Grünpflege in der Fahr erhitzt Gemüter der Bewohner und der Beiratsmitglieder. Die Ausführungen von Thomas Knode, SCUMS Referat 30 Grünordnung, sorgten nicht für eine Verbesserung. Wir haben heute eine Premiere. Wir haben heute das erste Mal tatsächlich eine Hybridveranstaltung. Ich begrüße heute zwei Gäste, da kommen wir dann aber nachher zu. Ich freue mich, dass man einmal von der JUS Christian Poppe dabei ist und von SCUMS von der Grünordnung Thomas Knode. Bevor ich mit der eigentlichen Sitzung anfange, Sie beobachten das, Sie kriegen das mit, wir erleben nun seit fast einem Monat lange 27 Tage und Nächte in der Ukraine einen zunehmend brutalen Krieg, der direkt vor unserer Haustür ist. Und es fällt mir, aber ich glaube Ihnen auch schwer, einfach so in die Tagesordnung überzuwechseln. Gerade mal 2,5 Flugstunden von hier findet Grausames statt. Und die Bilder in den Nachrichten sind eigentlich kaum zu ertragen. Ich glaube, Ihnen geht es ebenfalls so. Und dieser Krieg geht letztendlich uns alle an. Auch wenn wir hier jetzt eigentlich ein sogenanntes Stadtteilparlament sind. Aber es ist eben so, dass wir zumindest hier in der Fahr auch etwas für die Geflüchteten, für die Menschen etwas tun können. Und das freut mich umso mehr, dass von Seiten des Beirates es eine gemeinsame Erklärung gibt, wo alle hier anwesenden Fraktionen einvernehmlich ein Statement abgegeben haben, ich es gerne heute hier dann einmal vor Beginn der Sitzung verlesen möchte. Nach einigen kurzen Hinweisen, zum Beispiel schlechte Radwege und alle Ukraine-Informationen auf fahrreport.de, stellte Quartiersmanager Dirk Stöver zwei Projekte vor. Sie wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Thomas Knode von SCUMS stellte die Grundlagen der Grünpflege vor. Gleich dazu erklärt er, dass daran kaum etwas zu ändern sei. Es folgte eine intensive Diskussion, vor allem um mehr Transparenz der Ausgaben. Davon war Thomas Knode nicht begeistert. Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Auskunft geben. Und ich habe auch Sie nicht geben gesagt, eine Auskunft? Ja oder nein? Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie kein Recht darauf haben. Ich habe nur gesagt, dass ich den Sinn nicht einsehe, dass wir sozusagen diesen Verwendungsnachweis, der an uns als Auftraggeber gerichtet ist, dass wir den sozusagen mit den Beiräten diskutieren, weil es unheimlich viel Arbeitskapazitäten bindet. Wir sind mit drei KollegInnen bei uns im Referat und wenn wir das machen,
Und wenn andere Beiräte das auch von uns fordern, dann werde ich nicht mehr in der Lage sein, für sie zu sorgen, dass der Rhododendron-Weg beispielsweise saniert wird oder dass der Achterkampfschlitt gemacht wird oder dass ich mich um die Wegeverbindung über das Rennbahngelände kümmern kann, weil es gibt da einfach nur begrenzte Arbeitskapazitäten, weil ich glaube, dass diese Informationen so komplex und kompliziert sind, dass sie da gar nichts mit anfangen können. Also zumindest nicht, wenn ich Ihnen das einfach so als E-Mail schicke. Das war das, was ich gesagt habe. Wenn Sie das wollen, kriegen Sie das, habe kein Problem mit. Okay, dann brauchen wir ja vielleicht keine Beschlussfassung. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Thema wurde noch um den Umgang mit Bäumen ergänzt und der Bitte, den Beirat einzubeziehen, wenn etwas in der Fahre gemacht wird. Nicht so wie zuletzt am Fahrersee. Nicht dran bin. Wir haben ja vorhin aus der Tabelle entnehmen können, dass bei den Baumnachpflanzungen und Pflege 550.000 Euro zur Verfügung stehen. Für mich wäre jetzt in diesem Zusammenhang die Frage, das ist ja die Gesamtausgabe für die Stadt Bremen, aber ich habe natürlich als Beiratsmitglied hier in der Fahr den Stadtteil im Auge. Und mich würde jetzt schon mal interessieren, nach welchen Kriterien werden eigentlich diese Mittel dann verteilt? Geht das nach Bäumen oder geht das nach Fläche? Wenn Sie mir da vielleicht nochmal helfen könnten, wie das verteilt wird, dieser Betrag. Und Stadtbäume, also Straßenbäume, da ist es ja auch so, das sind 4,8 Millionen, glaube ich. Wie sieht das eigentlich da aus an dieser Stelle? Gibt es auch so einen Kriterienkatalog? Orientiert er sich auch an Stadtteile oder an einer Anzahl von Bäumen? Ich weiß es einfach nicht und das würde mich nochmal interessieren. Ja? Danke. In den letzten zwei Wochen, da wurde das sogenannte Handlungskonzept Stadtbäume vorgestellt. Das wird bei uns im Ressort in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb erarbeitet. Das ist ein ganz umfangreiches Programm in 30 einzelnen Themenfeldern, wo es um die Stadtbäume, wie der Name schon sagt, geht, wo es um die Straßenbäume geht, aber auch die Bäume in Grünanlagen. Da geht es um Baumschutz, da geht es um Neupflanzungen, da geht es um Klimabaumarten, da geht es um Vergrößerung von Baumscheiben, also ganz, ganz viele Aspekte sind da angesprochen. Das ist ein Konzept, wie die Stadtbäume sozusagen in die Zukunft gebracht werden können. Wir würden gerne was wissen, wenn hier was an Geld veräußert werden kann und ob dann das gemacht wird, ist noch eine zweite Frage, aber dass wir sagen können, hallo am Fahrersee, da ist der und der und der Punkt. Das kostet eine Stunde, das kostet vielleicht auch zwei Stunden. Aber das ist nicht so ein Riesenbereich, wo man unbedingt sagen muss, können wir nicht machen, ist alles zu viel Arbeit und schaffen wir nicht. Die Kreuzung an der Berliner Freiheit ist und bleibt ein Unfallschwerpunkt. Als Gast bei der Sitzung war Arlene Duques vom Amt für Straßen und Verkehr zuständig für den Entwurf von Straßen. Mit Erstaunen nahm der Ausschuss zur Kenntnis, dass er für die Beantwortung der schriftlich eingereichten Fragen nicht zuständig sei. Wir kennen uns ja von der Vorortbegehung, meine ich. Da waren wir mit dabei. Aber direkt an der Kreuzung, ich glaube, der Termin der war auch recht ausreichend. Aus dem Termin heraus gab es einen Prüfungsantrag sowohl an das ASV als auch an die BSAG und einen gemeinsamen Auftrag. Der Prüfauftrag an das ASV lautete, lassen sich die abgesenkten eingebauten Borde korrigieren, die korrekte Rundung statt Kante, lässt sich vor dem Einkaufszentrum eine vorgeschaltete Lichtsignalanlage aufstellen, mit der Einfahrt der Straßenbahn den motorisierten Verkehr deutlich vor der Furt stoppt. Dritte Frage, lässt sich bereits in der Karl-Kautsky-Straße Tempo 30 einrichten, damit die motorisierten Verkehrsteilnehmer mit dem Tempo in die Kreuzung einfahren? Jetzt wissen Sie nicht, dass diese dort gilt. Und als letzten Punkt, lässt sich ein Taxenstand zugunsten einer Lieferzone umwidmen? Eine Fragestellung, die wir an die BSAG gestellt haben, da haben wir heute aber keine Referentin, aber um das zu vervollständigen, war der Prüfantrag an die BSAG zur mangelhaften Barrierefreiheit im Haltestellenbereich und Daten zu der Frage, wie viele Personen diese Haltestelle nutzen. Dazu haben wir Unterlagen vorliegen, die sind auch schon mal versendet worden, haben wir aber gleich dann auch nochmal, dass wir sie einblenden. Und ein gemeinsamer Prüfauftrag an das ASV und BSAG zur Verringerung der
Fahrbahn vor der Oberschule auf eine Fahrspur, um eventuelle Verbreiterung der Haltestelle bzw. des Aufstellbereichs, die beide bis dann zu schmal bemessen sind. Soweit die Fragen, auf die der Ausschuss gerne Antworten hätte. Doch die kann Herr Dukes nicht geben, da er aus einem anderen Zuständigkeitsbereich kommt. Ja, ich kann den Stand gerne erläutern. Also wie gesagt, die Fragen, die an uns gestellt worden sind, alle, haben wir dann alle jeweils an die zuständigen Referate, die bei uns im, wir sind ja ein Amt, die in verschiedenen Abteilungen arbeitet, Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsbehörde, Planung, Neubau und so weiter. So, und ich decke ja nicht den kompletten Bereich ab, ich decke nur die Planung ab. Und das habe ich ja auch hier getan. So, und dann habe ich das jetzt so auch mitgenommen, habe das dann dementsprechend an die zuständigen Personen, die dafür bei uns im Amt zuständig sind, weitergegeben und habe auch die Antworten im Vorfeld gestern ja auch zugesandt. So, und ich kann jetzt, was das Straßenverkehrstechnik bedeutet, die Fragen, die hier gestellt worden sind, kann ich das nur weitergeben, wie es hier drin steht. Ich kann das gerne alles vorlesen, wenn Sie das möchten, aber ich glaube, dass die Ergebnisse haben Sie ja. Das galt auch für die Probleme beim Fußgängerübergang für Rollatorenbesitzer. Alain Dukes liest die Antworten der zuständigen Ressorts vor, was niemanden zufriedenstellt. Das zeigt sich dann auch in der Diskussion. Also diese Antwort ärgert mich jetzt wirklich, weil uns wurde beim letzten Mal ganz klar gesagt, also der motorisierte Individualverkehr ist nicht das Maß aller Dinge. Zwischen Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Und da würde ich gerne nochmal mit denjenigen, die da Experten sind, die Gutachter und andere, die in der Verwaltung sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben, dass wir diesen Punkt einfach nochmal diskutieren, weil ich glaube, das würde erheblich helfen, die Sicherheit vor Ort zu verbessern. Aber es gibt eben auch reichlich Zeitpunkte zu Marktzeiten, zu Stoßzeiten, wenn hier Pause ist, wenn Unterrichtsende ist oder Unterrichtsbeginn, wo wirklich auch viele Menschen aus der Straßenbahn kommen und wo auch wirklich viele Menschen zur Straßenbahn gehen. Die werden wirklich eingezwängt und das ist ja auch kein Zustand, dass wir die Leute irgendwie so einflechten, weil es wirklich viele Leute sind, selbst bei diesem breiten Übergang, den wir jetzt haben, mit den zwei Fußgängerampeln zwischen der Straßenbahn und dem Einkaufszentrum, ist das trotzdem sehr voll. Die Aufstellbereiche dort sind sehr voll, da kommt es auch immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Aufstellbereiche sind dort viel zu klein und das würde man alles lösen können, wenn man einfach sagen würde, der Querungsbereich für diese Haltestelle auf der Seite ist die gesamte Länge der Haltestelle. Da möchte ich nochmal das aufgreifen, was Sie gesagt haben, dass es hier erst zu einem Unfall kommt, weil dieses Thema der Kreuzung, wir sprechen das bestimmt seit 2015 an, zumindest habe ich da mein altes Protokoll geschaut und es wurde immer abgelehnt, es wäre kein Unfallschwerpunkt. Erst als es hier einen tödlichen Unfall gab, hat dann die Verkehrsunfallkommission gesagt, dass hier was gemacht werden muss. Und das finde ich ist auch eigentlich ein deutliches Zeichen, aber auch ein sehr schlechtes Zeichen, dass der Beirat oder auf die Beiräte oder auf den Beirat, der hier ja vor Ort die Situation kennt, das am besten beurteilen kann im politischen Raum. Dass auch dem Beirat da so wenig gehört wird von der Stadt, von den Behörden, von der senatorischen Behörde. Und das ist frustrierend, nichtsdestotrotz bitte ich euch alle, dass wir da weiter gemeinsam für Kämpfe, dass eine gute Sitzung kommt. Die FAH hat ein großes aktives Netzwerk. Wann immer etwas entsteht, wird besprochen, was man tun bzw. anbieten kann. Um den Ukraine-Flüchtlingen, die in der FAH ankommen, zu helfen, ging es in diesem Treffen. Ja, dann wie gesagt, es sind insgesamt jetzt, wir sind 18 Teilnehmende. Ich freue mich auch über diese wirklich sehr, sehr große Resonanz, die das heute gefunden hat, dass wir uns für die FAH nochmal alles ein wenig genauer anschauen und auch gucken, was wir an Unterstützung bieten können. Der Anlass ist natürlich ein sehr, sehr trauriger. Da brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter darauf einzugehen. Da sind wir uns auch alle einig, dass das natürlich ganz, ganz schlimm ist, dass dieser Angriffskrieg da von Russland in der Ukraine geführt wird. Und wir können natürlich auch nur partiell unterstützen, aber das sollte heute auf jeden Fall Thema sein. Und wir haben ja dank Herrn Diehl jetzt auch einen Link, wo alle Informationen, die zusammenkommen, auch eingestellt werden. Also alles, was ich bekomme an Mails oder wenn ich Infos bekomme, auch über andere Kanäle, das stelle ich da ein und ich bitte auch alle anderen, das auch entsprechend zu tun. Weil dann kann man da immer auch entsprechend nachgucken, kann sich informieren und da kann dann auch
die ein oder andere Vernetzung, die wir heute gar nicht im Einzelnen vielleicht besprechen, die kann da auch dann stattfinden. Die Aufnahmeeinrichtungen laufen über. Gestern waren es 250 Personen am Tag, nee, vorgestern waren es 250 Personen, die in der Lindenstraße angekommen sind. Ja. Gestern sagte mir die Kollegin, die Einrichtungsleiterin da, ich habe hier jede 10 Minuten 3 Personen stehen, die laufen über. Es ist also wirklich Katastrophe. Und auch in den Messehallen, Nathalie wird es bestätigen können, das sind schreckliche Zustände. So, aber es geht eben im Moment nicht anders und alle sind sehr bemüht, was zu finden. Ich wollte nur noch mal, Dirk, weil du vorhin sagtest, dass die zu den Ämtern müssen teilweise die Menschen, also auf der Seite der Sozialsenatorin, auf soziales.de, gibt es einen großen Katalog von Fragen, die wichtig sind, also, oder beziehungsweise es gibt die Antworten zu den Fragen, die wichtig sind. Richtig. Nämlich, wie ist es, wenn die Menschen hier ankommen, wo müssen die sich melden, können die hier bleiben, wie lange können sie ohne Visum oder ohne Aufenthaltstitel und so weiter hier sein. Das wird alles auf der Seite der Sozialsenatorin sehr umfänglich beantwortet. Hm. Das Wichtigste, was im Moment tatsächlich gebraucht wird, ist Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum. Also es gibt unglaublich viel, Nathalie wird es bestätigen können, unglaublich viele Menschen, die sich engagieren wollen und die auch Kontakte aufnehmen und von Mensch zu Mensch sich kümmern wollen. Aber wir brauchen Dächer über dem Kopf, ganz dringend. So, jetzt gebe ich nochmal an Valentina. Buchel, du hattest dich gemeldet, Valentina. Also vielen, vielen Dank und ich habe ja auch meine Erfahrung gemacht mit dem Amt für Soziale Dienste und ich war sehr überrascht, dass sie A, persönlich Menschen aufgenommen haben und B, Anträge gegeben haben. Mhm. Und gleichzeitig haben einen Termin vereinbart für die nächste Woche. Also sie waren sehr offen, sie waren absolut sofort, also telefonisch erreichbar, sage ich mal, also russischsprachiges, ukrainischsprachiges Material angesprochen, also das teilweise ist ja schon übersetzt. Und teilweise gibt es ja also viele Informationen. Und die Frage, wie kann man ja so knapp machen? So, jetzt würde ich aber gerne auch dazu übergehen, was ist eigentlich jetzt so, was wir noch dringend machen würden. Barbara Schneider hat ja schon gesagt, es wird natürlich Wohnraum benötigt. Dazu ist es ja so, dass wir in Afar natürlich nicht die Situation haben, dass wir größeren Leerstand haben. Das ist auch allen soweit bekannt, wo wir jetzt also kurzfristig auch Familien oder Personen untergebracht werden können. Valentina, du hast das Wort. Ich wollte ja auf das, auf diesen Hinweis, was brauchen die Menschen? Also die Menschen, die kriegen also Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz. Und in diesem Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz ist das ja der Sprachkurs, wird nicht zur Verfügung gestellt. Das ist ja nachrangig. Ausgebildete Menschen und die würden ganz gerne und die sind motiviert, also Sprachkurse zu machen zu wollen. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, also in diese Richtung was organisieren. Also Intensivsprachkurs. Also man müsste dann wahrscheinlich auch, wenn man das machen will, müsste man die Kinderbetreuung mitdenken, ne? Richtig. Auf jeden Fall. Gesprächskreise. Auch in der Sprache, das ist auch ganz wichtig. Aber das wäre ja so ein Appell auch nochmal an die Einrichtungen und dass das auch in die Einrichtung nochmal reingetragen wird. Also FQZ, ob man sich auch dann Teile des Elterntreffs oder Angebote, ne, so wie wir haben ja auch Sprachcafés, teilweise auch Projekte, die wir über Winden finanzieren, Bürgerzentrum, Café Global, dass die jetzt im Moment auch nochmal speziell sagen, okay, wir nehmen das nochmal zum Anlass und wir überlegen uns da was und wir stellen das ein. Und das wird dann entsprechend auch weitergegeben an die, die in der FAH jetzt ankommen. Also ich fände das gut, wenn da relativ kurzfristig auch solche Angebote gemacht werden. Und man sieht dann ja, ob dann die Resonanz da ist oder ob die Menschen noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Im Fahrradieschen geht es um die Natur und bei Kindern ein Verständnis dafür zu entwickeln. Eine Totholzhecke zu bauen, machte den Kindern nicht nur Spaß, sondern sie werden noch viel davon lernen. Mach weiter. Da werden wir nicht mehr graben. Wir sind schon mittendrin im Bau unserer Totholzhecke.
Wir haben uns für diesen Standort entschieden, weil hier jedes Jahr die abgeschnittenen Äste gelagert werden und wir können gleich anpacken. Eine Totholzhecke ist ein Lebensraum, der in den Städten selten gibt. Aber im Naturwald bleiben alle Äste und Blätter und abgestorbenes Material liegen. Und im Laufe des Jahren bildet sich wieder Humus. Und dieser Humus ernährt wieder Pflanzen. Und in der Stadt wird alles schnell aufgeräumt. Das hat auch seinen Sinn. Aber es gibt auch genug Raum für kleinere Strukturen wie Hecken oder Totholzhaufen. Das kann verschiedene Formen haben. Und wenn der Holz lange Zeit liegen bleibt, dann siedeln sich sehr, sehr viele Insekten, Bodenlebewesen, die Pilzen sind da, die Moose, da wimmelt es und dieses Totholz ist eigentlich gar nicht mehr tot, sondern ist voll Leben. Und das wollen wir hier mit den Kindern auch erstmal selber machen und dann beobachten und erleben, was passiert mit diesem Totholz. Das kann sein, dass wir nächstes Jahr nochmal drauflegen müssen. Oder wir wollen das vielleicht erweitern und länger machen oder breiter machen. Das hängt von der Akzeptanz der Bevölkerung und die Einwohner, die hier sind. Und ob die Hecke heile bleibt oder wird auseinandergezerrt, das wissen wir noch nicht. Aber ich hoffe, dass unser Projekt lange, lange Zeit besteht. Und wie ihr seht, so viele Kinder sind da und die haben erstmal großen Spaß, das alles selber zu machen. Da entsteht eine ganz andere Qualität vom Spielen. Spielen mit der Natur und was selber machen. Das Holz wird hier in der Fahr von meinen Kollegen, die Bremer Malwürfe oder die Fahrer Malwürfe, die pflegen die Spielplätze und Gelände. Und jedes Jahr muss das Tote weggeschnitten werden oder durch die Stürme, die wir auch dieses Jahr hatten, werden auch große Bäume beschädigt. Und das wird hier jedes Jahr gesammelt auf dieser Wiese und dann geschreddert. Und diese Schredder nutzen wir auch, ich im Garten für meine Wege, ich nehme das für den Kompost. Ich lasse das auch liegen, damit sich die Nashornkäfer darin einsiedeln. Und das große Teil wird auf Spielplätzen.